Moin moin alle beisammen und willkommen zurück in Anno 2205 und in dieser Episode werden wir versuchen, Lukas Volodin so ein bisschen in den Arsch zu treten. Ansonsten müssen wir natürlich darauf achten, dass sich unsere Wirtschaft wieder erholt, weil die Company Shares, naja, sagen wir mal, unser Geld wird runtergerissen um 133.000, wie wir hier sehen können. Deswegen werden wir jetzt erstmal ein bisschen vom Handel abhängig sein und vielleicht wäre es auch ganz sinnvoll, wenn wir erstmal unseren eigenen alten Share zurückholen. Und so ein bisschen was machen können. Aber gut, erstmal sind wir vom Handel abhängig. I have to admit that. An urgent matter. I'd be glad to assign it to your corporation. So, und hier gibt es natürlich auch wieder Quests, die wir machen können. Schauen wir erstmal hier. Ja, gut, ich glaube, das Thema Geld hat sich soeben positiv für uns erledigt. So, holen wir hier erstmal die beiden Arbeiterboote. Wenn wir hier sind, können wir auch schon mal die Quest ein kleines bisschen weitermachen. Und unsere Wirtschaft erholt sich langsam, weil die Shares wieder Aufwind kriegen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Tja, dann müssen wir vielleicht doch nicht unseren Share zurückholen, können uns wirklich darauf konzentrieren, dass wir Volodin loswerden. So, wo ist denn hier das Boot? Ach, da, in dem Containerfrachter drin. Okay, da ist ja klar, warum wir es übersehen haben. Docking successful. Affirmative. So, dann liefern wir auch das ab und dann sind wir schon beim nächsten Step. Bad news. I am needed elsewhere. You're ready to proceed. Just say the word. Ja, der war ja lange weg. Ja, ich würde sagen, wir machen hier guten Progress, was das Monument angeht, ne? Na gut, schauen wir jetzt erstmal in den anderen Regionen. Wir können ja schließlich hier synaptische Schaltkreise auch noch verticken. Dementsprechend sollte es relativ leicht für uns sein, jetzt auch wieder auf die 7,3 Millionen zu kommen. Okay, wir haben gar nicht mal so viele synaptische Schaltkreise. Wir verlieren die sogar. Ach du Scheiße. It's a tough world out there, my friend. You have to improve your game if you want to succeed. Ja gut, da müssen wir jetzt hier natürlich ein bisschen eingreifen, ne? The world isn't all black. I wish we could help you, but as things are, sorry. Na gut, das kriegen wir hin. My friend, you know the saying, if life gives us lemons, we make lemonade. Gut, das nächste, was wir jetzt brauchen, haben wir überhaupt genügend Silikon? Ja, haben wir. Wir haben Silikon und Bioresin. Ich denke mal, Bioresin ist Pflanzenstärke oder irgendwie sowas. So, und jetzt sollten wir natürlich in der Lage sein, das auszugleichen. Sehr schön. Gut, damit wäre jetzt der drohende Androidenmangel geklärt. Allerdings hat uns das zusammen mit der Auktion gerade ganz viel Geld gekostet. Schauen wir mal, ob wir auf dem Mond irgendwie Geld machen können. Ansonsten wäre das ganz schön schade. Und ich habe auch nicht vor, den Weltmarkt zu benutzen. Nach wie vor finde ich ihn einfach nur kacke. Im Schlussfall müssen wir etwas Einfluss nutzen, um einen unserer Gegner zu stärken. Be honest, how bad is it out there? Damit wir an seinen Shares mehr verdienen. No idea how badly we need something like that. Gut, damit haben wir jetzt zumindest wieder ein bisschen Geld zur Hand.
So, dadurch, dass sich jetzt hier die Wirtschaft langsam erholt. Ja, das sollte alles passen. Das sollte alles passen. Gut, dann schauen wir mal, was wir in der Tundra machen können. Weil schließlich sollte ja jetzt auch diese Quest hier weiter sein. Beziehungsweise abgeschlossen, wie wir auch hier gerade in der Preview gesehen haben. Was natürlich bedeutet, dass wir da gleich durch sind. Good, all set to boot up. Let's hope this goes smoothly for all our sakes. I had the team clear out. So flip the switch once you're ready. Okay, so. It worked. The vault climate is stable. We'll need that temperature control to fix the nuclear reactor. Ein nuklearer Reaktor, gebaut von der Eden Initiative. Der war gut. Preparations complete. I can't start working on the generator without you though. When the reactor blew up, my bosses just slapped a do not enter sign on the sector. And now most of the wreckage is still lying around. We really got our work cut out for us. Consumer analysis. Ja, natürlich, weil es nuklear ist, fängt es an grün zu leuchten. Sehr realistisch. Aber man versteht halt sofort, was gemeint ist. Insofern ist das absolut okay. Oh, ich hasse diese Sammelquest. Ropes are fixed. Coordinates confirmed. Object successfully detected. Cargo gathered. On our way. Roger. Object location found. So, zum Glück leuchten die Teile so relativ grün. Coordinates confirmed. Coordinates confirmed. Object location found. Ah, da haben wir schon das dritte Wrackteil. Roger. Kann ich überhaupt hinter dem Berg? Ja, kann ich. Okay. Full speed ahead. Underway. Objective reached. Oh, wir sollten mal hier die Pumpe fertig machen. Well done, Moses. Roger. So, damit sollten jetzt auch alle Sümpfe weg sein. Wir können uns hier jetzt voll breit machen. Ah, und hier haben wir ein paar verseuchte Tiere. Ah, das gehört ja zu einer anderen Quest. There's still time to solve this before it gets worse. Ich habe das Gefühl, wir müssen gleich auch diese Nebenquest hier machen, wo wir Geld für kriegen. Einfach, weil wir inzwischen keine allzu hohe Bilanz mehr haben. Good start, but the vault and the virus will have to wait until we've taken care of this health hazard. The reactor was built to last, but certainly not to withstand a volcanic eruption. It ruptured the cooling system, and that's the first part we'll have to reconstruct. Never guessed you'd be so... Come on in. So, interested in an assignment? Full speed ahead. Hier kriegen wir 22 Einfluss. Satisfactory. Roger. Gut, gehen wir jetzt erstmal dahin. So viele kleine Quests zu erledigen. Und vor allem die für Einfluss ist mir wichtig.
Ich hasse es, dass man immer noch mal extra klicken muss. Weil er sich offenbar den Befehl nicht merkt. Container loaded. Ja, dabei habe ich einen eindeutigen Befehl gegeben. Alright. Elena, du bist meine Rettung. You win some, you lose some. Immer hilft sie mir. Next. Thanks. That's a load off my mind. Good to hear. So, schauen wir mal, wie weit die Auktion geht. Never give up. There is always to... Weit genug, dass ich was kriege. Sehr schön. Great job. I've no idea why Howard has a problem with you. Cleaning out all this radioactive waste is no small logistical feat, but it has to be done. I wonder closing off the sector was the easiest solution. Object attached. Copy that. Underway. Roger. Ah, da kommen die feindlichen Kampfdrohnen, die zufälligerweise aussehen wie die Chopper in Anno 2070. Aber wir sind zu schnell für sie. Always stay one step ahead of the competition. It seems we agree on that. Gut, dann bereiten wir jetzt mal hier alles Mögliche vor. So, und mit dem Einfluss müssen wir jetzt etwas machen. Ich denke mal, wir müssen bei Buhari etwas Positives tun. You found a solution with a minimum investment of time. Well done. Na bitte, das hat sich doch gleich bemerkbar gemacht. Oh, und das Wetter ist gerade so wunderschön. Also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich liebe ja Stürme, Schnee, Regen. Ich bin ja von all sowas ein Riesenfan. So, und das mit der Logistik hier, das kriegen wir auch noch hin. Naja, das sieht schon wirklich sehr schick aus. Okay, diese Quest ist für uns relativ nutzlos. Schauen wir mal, ob wir hier jetzt wieder was verticken können. Ach ja, eine Transferroute für Qubit-Prozessoren. Kriegen wir so in der Form jetzt nicht hin. Außer wir würden hier oben die Produktion anpassen, aber das will ich nicht, solange wir relativ Geldmangel haben. You came to the right place. Nick, my friend, we have a deal. Yeah, right. Make an offer I can't refuse. Gut, so, wie viele Diamanten kriegen wir eigentlich? Offenbar geht es ja relativ schnell. The world isn't all black and white, my friend. You gotta live in the gray. Ach ja, stimmt ja. Wir kriegen ja nicht mehr so viele Agrarprodukte, seit wir ja nicht mehr die maximalen Share-Anteile halten an Buhari. Da war ja was. Da war ja was. So, damit wäre auch das geklärt.
Ein bisschen mehr Wein schadet auch nicht. Und tatsächlich könnten uns die Früchtchen ausgehen. Aber es wäre ja gelacht, wenn wir das nicht unter Kontrolle kriegen. Gut, ansonsten scheint hier soweit alles unter Kontrolle. Ach, in der Zwischenzeit haben wir ja eh wieder genug Sachen zum Verkauf angesammelt. Gut, was haben wir? Offenbar müssen wir dieses Schiff hier hinbringen. Yay! Docking successful. You really should give yourself a bonus for that. Gut, damit wäre auch hier das hier geklärt. Und wir schauen jetzt mal, was wir hier drüben alles verticken können. Dann schauen wir mal wieder auf den Mond vorbei und dann vielleicht auch mal in der arktischen Region. Welcome to Nick's House of Incredibly Desired. My friend, we have a deal. Ja, also wir kommen hier definitiv auch mal wieder My an genug friend, Geld. We have a deal. Volodin ist auf dem absteigenden Ast. Consumer analyses. You were given enough opportunities to join us. Nein, ich habe keine einzige Möglichkeit erhalten, euch beizutreten, aber gut. So, schauen wir mal. Im Kingai Protektorat. Sie reduzieren die Workforce. Das ist aber kein Problem für us. Für uns. Für us, ja. Genau. Aber wir kriegen 200.000 Credits. Na, schauen wir erstmal, was auf dem Mond alles geht. Na ja, komm. Also wenn das so... Also wenn das alles so weitergeht, kriegen wir Volodin vielleicht noch in dieser Episode. Na, für dieser vielleicht nicht. Wir brauchen noch 3 Shares. Aber spätestens in der nächsten kriegen wir ihn entfernt. Gut, die Touristen warten ja hier jetzt schon eine Ewigkeit. Oh, gar keine Offers. Wie kacke ist denn das bitte? Ich bin enttäuscht von der LSC. I've seen many familiar faces amongst the other guests, all celebrities from the world of business and politics. Aber im Gegenzug ist hier eine Quest angekommen. Test your skills on this one. That's one less problem to worry about. Wir haben wieder eine Einflussquest. Wie geil ist das denn bitte? Coordinates confirmed. On our way. We're busted. Coordinates confirmed. Ja, wir müssen gleich erstmal das Monitor-Vehikel holen. Full speed ahead. We've been detected. On our way. Want a new identity? Just in case this comes Wir waren außerhalb vom Radius. Was war denn da jetzt los? Naja, gut. Haben wir eben keine Einflussquest. Das ist jetzt ärgerlich. So eine Scheiße darf eigentlich nicht passieren. Na gut, ist jetzt halt passiert. Here they come. Battle stations,
They're attacking. Gut, ich würde sagen, wir holen mal einfach mal die Flotte her, beziehungsweise die Flotte, die ist ja sogar noch hier. On our way. Coordinates confirmed. Just in the nick of time. The climate here is already going down the tubes. Better get back to the repairs. And please remind Mr. Jorgensen not to be so careless in the future. I need to think of what the Orbital Watch would do with our technology. Hey! The project's up and running again. Come over. Attention. Under provision of specific air drones. Launched. Ich mache jetzt erstmal hier diese Invasion fertig, Jorgensen. Es gibt einfach Dinge, die sind wichtiger. Came to crush the revolution, but now the tables are turned. On our way. Coordinates confirmed. Also ich liebe ja diese Raketensatelliten, diese Lasersatelliten. Die machen ja schon einen ganz schönen Unterschied. Full speed ahead. Roger. Air drones launched. We're under fire. Coordinates confirmed. Gut, wie viel von der Invasion ist noch übrig? Wir müssen noch 6 Kills machen. Ich sehe hier unten schon ein paar Opfer. My talents lie in a different field, but maybe you can do better. Okay, Security Labs, ja? Die haben wir doch sicher noch gar nicht freigeschaltet. Oh, doch, haben wir. Der ist aber teuer. Ein bisschen sehr teuer. Na egal, das meiste können wir ja hier noch wieder abreißen. Insofern stellt uns das doch vor keine größeren Schwierigkeiten. So, wie lange? 15 Minuten. Ja, das ist kein Ding. Das kriegen wir hin. Ach ja, stimmt ja. Wir wollten ja erstmal schauen, mit was können wir hier überhaupt handeln. Tatsächlich einiges. Cool. Deal. So. Ja, hätten wir vorhin nicht so viel Einfluss ausgegeben. Aber wir hatten halt Geldmangel, da war das notwendig. Ja, kehren wir jetzt erstmal wieder zurück in die Tundra. Und schauen mal, was wir da tun können. Hauptsache Volodin ist weg. Der ging mir einfach zu oft auf den Sack. So, immer der letzte Prozent dauert am längsten, ne? Now it's time for a change of guard. Now that's what I call a job well done. The wreckage is mostly cleared and the cooling systems are good to go. We can get the team started on the generator itself now. Just give them a lift first. Copy that. So, das stellt uns ja auch vor keine weiteren Probleme. Ich finde es immer noch ein bisschen ärgerlich, dass hier kein Händler ist. Why not combine resources? Attention.
Weil auf diesem Weg kann man halt die ganzen Tundra-Ressourcen, die kann man ja nicht mal handeln. Glad you took it seriously. The generator is necessary to open the vault doors without destroying them, as we might have to close them again. Keep the power coming. The generator needs a push to start up. Gut, also hier scheint soweit also alles zu laufen und ich denke mal, es ist Zeit, dass wir hier mal wieder eine Auktion anstoßen. Good to hear. Ach, Eleanor, das wird so nix. Ich habe immer noch deutlich mehr Geld, als ihr jemals haben könnt. Ja, wo ist bei denen Schluss? Bei 3,3 Millionen? Irgendwie so in der Ecke? Friendly face. Kriege ich jetzt gerade wirklich einen ganzen Share für gerade mal 1,8 Millionen? Das wäre ja schon ein bisschen lustig. That could have turned out better, I think. Aber offenbar, ja. Object attached. So, dieser Share hier gehört Volodin, das heißt, den hole ich mir auch irgendwann wieder. Ja, ich würde gerne hier das Menü schließen. Danke. Ich dachte schon, die UI-Schwächen von Tropico 5 wären mir genug. Nein, Anno muss ja auch meinen, was Tropico kann, kann ich ja schon lange. Wobei, Tropico hat ja andere Probleme. Ja, hier sehen wir die Sichtweite-Limitation auf mittleren Grafikdetails. Next astronaut team incoming. Full speed ahead. So, und da holen wir jetzt mal hier noch das nächste Fahrzeug. Und dann sollten wir auch die nächste Stufe vom Hotel haben. Object attached. Sehr schön. Dann dürften wir ja dann die erste Stufe fertig haben. My friend, thank you for the invitation. Gotta like this place. Very comfortable. Our guests are all checked in and the credits are rolling in. How about you just lie back for now while I monitor the daily routines here? Keep checking your inbox. Our project reached a new level. Wanna see? Microchips, das können wir später angehen. Ich will jetzt erstmal hier die Lightshow haben. Bei der offenbar nicht allzu viel passiert. Ah, doch, hier. Deswegen stimmt ja, und die Dinger kann ich ja jetzt auch bauen zu Dekorationszwecken. Ich habe ja gerade vergessen, dass es ja auch hier Deko-Gebäude gibt. Bitte sag mir, dass die auch eine Lightshow haben. Ja, haben sie. Wow. Wobei mir die Geräusche dabei schon so ein bisschen auf den Sack gehen. Nur so ein bisschen. Moment mal, genau, checken, ob wir Geld haben. Geld, 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 Geld. Alles dreht sich um das schnöde Geld. Naja, wir haben nicht so viel, wie ich gerne hätte, aber gut, ist halt so. Ja, was machen wir denn jetzt als am dürfsten? Diese Quest hier ist definitiv noch nicht fertig.
Wir sind mit der Invasion hier noch nicht fertig. Uns fehlen 2 Kills. Aus irgendwelchen Gründen. Found us, did you? Here's where all the little ships come from. Okay, ich kann die Schiffe hier nicht weiter upgraden. Gut, dann gehen wir da mal rein und machen mal noch die letzten beiden Kills. Und da ist die Episode ja auch eigentlich vorbei. Da haben wir ja eigentlich gar keinen so großen Fokus gehabt. Wir haben ja alles immer so ein bisschen, ne? Underway. Gut, damit wäre das hier auch geklärt. Quest, leider nur Iridium. Sehr, sehr schade. Na gut, ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie jetzt das Wetter in der temperierten Region ist. Weil hier haben wir ja jetzt ein bisschen Schneesturm und so weiter. Es ist ja alles ganz schön, so ein bisschen Schneegestöber. Aber es ist halt noch nichts Richtiges. Deswegen schauen wir mal. Und in der nächsten Episode, da machen wir Volodin platt. Da gibt es auch nicht viel, was uns aufhalten kann. Also wir brauchen insgesamt 60 Einfluss, um ihn loszuwerden. Insofern sich zwischendurch sein Zustand nicht allzu sehr ändert, sein finanzieller Zustand. Welcome to Nix. The right stuff at the right price. So, jetzt ist natürlich spannend zu sehen, jetzt wo wir Regen haben. In Anno 2070 gab es da nämlich so sexy Bodenreflexionen. Aber offenbar kommt der Regen hier unten gar nicht erst an. Leute, was ist denn da los? Ha? Also jetzt bin ich enttäuscht. Na gut, dann müssen wir es eben so machen. Print Screen, damit haben wir ein Thumbnail, weil wir haben ja Sturm freigeschaltet, angeblichen Sturm und schlechtes Wetter. So ganz überzeugt bin ich daher schließlich nicht. Na gut, müssen wir halt mit klarkommen, ne? So, wir schauen jetzt nochmal in der anderen Region vorbei, da können wir nämlich noch Mikrochips loswerden. Und danach ist dann auch die Episode vorbei. Haben wir wieder unsere 40 Minuten... Ja. Ich glaube, ich werde auf ewig daran scheitern, die Episodenlänge kurz zu halten. Es gibt so Dinge, die gehen offenbar einfach nicht. Ja, in anderen Spielen würde mir das vermutlich leichter fallen, aber... Hier ist es halt wirklich so, ich habe irgendwie halt Bock, immer weiter zu spielen. Der Spielfluss ist halt sauber. Ah gut, so, wir haben dementsprechend einiges geschafft in dieser Episode. Oh, stimmt ja, hier kann ich ja Graphen einsammeln. Und ich hoffe, wie immer, natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich natürlich, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und, ach, Adam, bitte, 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 du sollst nicht kommentieren. Die Nutzer sollen kommentieren. Ja, genauso auch mal wieder, wenn ihr Themen hören wollt, alles Mögliche, ab in die Kommentare. Und wenn ihr Feedback, Anregungen und so weiter habt, natürlich auch ab in die Kommentare. Und ansonsten, gebt dem Abonnieren-Button ein bisschen Liebe. Und damit verabschiede ich mich für heute. Und wir hören uns voraussichtlich nächste Woche wieder. Dieses Wochenende werde ich tatsächlich faulenzen und mich ganz mir selbst hingeben. Ciao!